Technikbowser. Hallo zu einem neuen Video. Heute mit der ersten Installation des neuen LG OLED C2 Evo. Was ihr genau beachten müsst, wie das funktioniert, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben hier das ganz neue Modell von LG, den OLED C2 der Evo. In meinem Fall habe ich den 42 Zoll. Natürlich ist die Anleitung für die größeren Modelle genauso wie für diesen hier. Wir machen heute die erste Installation und als erstes sollen wir die OK-Taste auf unserer Fernbedienung drücken. Die OK-Taste ist natürlich die Taste in der Mitte und das machen wir auch gleich. Nun haben wir die Möglichkeit auszuwählen, welche Installation wir haben wollen, über Smartphone oder über den Fernseher. Ich mache es über den Fernseher. Die Sprache müsst ihr euch als nächstes auswählen und natürlich auch das Land. Das ist insofern wichtig, weil die Sortierung oder die Reihung der Sender je nach Land hier eben sortiert ist. So, das haben wir fertig und der nächste Punkt weiter. Nun werdet ihr nach dem Passwort eures WLANs gefragt. Der Fernseher unterstützt 2,5 GHz genauso wie 5 GHz. Ihr könnt das entweder jetzt machen oder später. Falls ihr das später machen wollt, müsst ihr hier auf Überspringen. Ich werde mich natürlich gleich verbinden mit meinem WLAN, dann habe ich das Ganze hinter mir. Also wählt euch das WLAN-Netzwerk aus, bestätigt das Ganze mit OK. Nun müsst ihr das Passwort eures WLANs eingeben. Habt ihr alles eingegeben, dann müsst ihr hier nur noch auf Enter und damit kommen wir dann zum nächsten Punkt. Jetzt werdet ihr mit euren WLAN verbunden, dauert nur ein paar Sekunden und wir sind hier auch gleich verbunden. Ihr seht es, wir sind verbunden und wir kommen zum nächsten Punkt. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die könnt ihr hier überspringen oder auf Weiter. Bleibt euch überlassen, alle auswählen und wie gesagt auch hier auf Später oder alle auswählen, dann weiter. Die Einstellungen prüfen, das könnt ihr hier auch auswählen, nur TV oder habt ihr eine Set-Top-Box. Set-Top-Box bedeutet, falls ihr nicht den internen Tuner des Fernsehers verwendet, sondern einen eigenen Receiver, das habe ich nicht, deswegen nur TV und auf Weiter. Als nächstes habt ihr den Fernseher an der Wand hängen oder habt ihr ihn hier mit Standfuß montiert. Das ist wichtig, weil hier eben auch der Klang eingestellt wird. In meinem Fall eben hier mit Standfuß, das wähle ich aus. So, der nächste Punkt ist hier eben die Bild- und die Tonqualität mit einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir haben hier dann einen dreidimensionalen Klang mit einem optimalen Bass natürlich und auch das Bild wird hier optimal eingestellt. Das könnt ihr jetzt aktivieren oder später. Ich werde das jetzt aktivieren und sage weiter. Als nächstes kommen wir eben zu dem Punkt hier, dass der Fernseher eben stets bereit ist. Dann habt ihr hier eben ein Hintergrundbild, ein animiertes, also wie der Standby-Modus, damit er sofort an ist. Möchtet ihr das aktivieren? Ja, nein. Falls ihr das nicht möchtet, könnt ihr entweder auf Weiter oder ihr klickt es an auf Stets bereit. Natürlich verbraucht das mehr Strom. Bestätigt das Ganze und auf Weiter. Nun, was haben wir hier für einen Tuner? Haben wir eine Antenne, also DVB-T? Haben wir Kabel? Oder haben wir einen Satellitenreceiver oder eine Schüssel? In meinem Fall, ich habe Kabel, das wähle ich aus. Antenne mache ich weg, habe ich ja nicht. Und sage hier weiter. Nun werden wir eben gefragt, welchen Anbieter wir haben. Solltet ihr keinen dieser Sender haben, dann andere Anbieter. Der Vorteil ist, solltet ihr andere Anbieter auswählen, ist, ihr könnt die Sender sortieren. Wählt ihr einen aus dieser Liste aus, dann könnt ihr die Sender auch nicht mehr sortieren, weil ihr hier eine vorgegebene Senderliste habt. Also
Deswegen rate ich jedem immer andere Anbieter und auf Weiter. Nun, auf Weiter, das lasse ich alles so. Im nächsten Fenster nur digitale oder möchtet ihr analoge und eben digital oder nur digital verschlüsselte? Ja, nein, das lasse ich aus, möchte ich nicht, und auf Weiter. Je nachdem, wie viele Sender ihr habt, so lange dauert der Sendersuchlauf, also wundert euch nicht, wenn das Ganze schon mal 15 Minuten dauert. Sendersuchlauf ist beendet, hat in meinem Fall ca. 10 Minuten gedauert. Wir klicken auf OK und auf Fertig. Im nächsten Punkt sehen wir, dass hier die Installation der Apps hier auch schon abgeschlossen ist, sprich die wichtigsten Apps. Das heißt, wir klicken auf Fertig und damit haben wir die Erstinstallation durchgeführt. Wir werden euch in den nächsten Tagen noch jede Menge an Anleitungen hier liefern. Also nicht vergessen, Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken. Solltet ihr dazu Fragen haben, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Technik Bauer sagt, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.